Hallo und willkommen auf der Barnes Ranch. Mein Name ist Jesse und heute geht es darum, was trage ich eigentlich so mit mir rum, wenn ich auf Lager bin oder auf der Ranch unterwegs bin. Viel Spaß! Wenn ich auf Lager unterwegs bin und als der Charakter rumlaufe, den ich auch meistens darstelle, wenn ich hier meine Videos drehe, dann habe ich immer drei Sachen am Mann. Und zwar meinen Colt Navy, den ich in meinem Holster hier trage. Dann eben meine Gürteltasche mit allerlei Nützlichem. Da werde ich euch gleich noch einen Einblick reingeben. Und auf der gegenüberliegenden Seite mein kleines Allzweckmesser, das ich mir mal gebaut habe. Und das eigentlich so ziemlich alle Arten der Arbeit ausreicht, die ich so ausführe. Gut. Zu dem Messer und zu dem Colt gibt es relativ wenig zu sagen, aber jetzt schauen wir uns mal noch genau an, was Jesse eigentlich so in seiner Gürteltasche mit sich rumträgt. Hier auf dem Tisch, wie gesagt, meine drei EDC-Gegenstände, die ich immer dabei habe, wenn ich auf Lager unterwegs bin. Einmal, wie gesagt, der Colt Navy, den ich hier habe, dann mein selbstgebautes Messer. Das ist einfach übrigens eine Mora-Klinge, die ich mir aus dem Baumarkt mal organisiert habe und da habe ich mir einen neuen Griff zugebaut. Mit der Lederscheide, die ich mir auch selbst dazu gebastelt habe. Und dann meine Gürteltasche. Und in der Gürteltasche trage ich folgende Dinge. Normalerweise habe ich immer ein Stückchen Jute-Schnur dabei. Die kann man für ja, so ziemlich alles gebrauchen, wenn man auf Lager ist. Von gerissenem Segeltuch am Zelt, das man damit notdürftig flicken kann, zu irgendwelchen ja, Dingen, um was festzubinden, aufzuhängen, wie auch immer, kann man immer ganz gut gebrauchen. Ich habe dabei zwei S-Haken, mein Feuerstahl und diverse Flintsteine. Das sind zwei alte, die brauche ich eigentlich immer. Die muss ich mir wieder spitz machen. Dann habe ich dabei zwei kleine Metalldosen. In der einen Dose befindet sich Charred Cloth. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wie man das Ganze relativ günstig oder ja, fast umsonst selber herstellen kann. Und in der anderen Dose, dazu existiert auch ein Video, habe ich ein bisschen Fatwax, den man, wie ich da auch erkläre, für so ziemlich alles brauchen kann. Von Waffenpflege bis Lederpflege bis Lippenbalsam. Im Zweifel auch als Brennstoff. Dann habe ich dabei immer noch so eine Kette aus Messing. Zum Beispiel kann ich mit der Kette und diesen beiden S-Haken zusammen einen Pott übers Feuer hängen oder sonst irgendwelche Dinge, die ein bisschen schwerer sind, aufhängen an einem Ast oder wo auch immer. Deswegen trage ich die beiden Sachen mit mir rum. Kommt sehr handy. Wenn ich weniger, ist ganz schön windig heute auf der Ranch. Wenn ich weniger dabei habe, dann habe ich meistens zum Beispiel auch mal Dinge aus dem 21. Jahrhundert, die man nicht so häufig sehen sollte, wie zum Beispiel mein Handy da drin oder auch mal Taschentücher. Aber im Normalfall habe ich tatsächlich dann hier diese Items drin, die jetzt auf dem Tisch vor euch ausgebreitet seht und habe mal so lange hin und her überlegt, was ich nehmen soll und letzten Endes ist das dabei rausgekommen und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Wenn es jetzt noch was gibt, wo sagt, Mensch Jesse, das da brauchst du unbedingt in deiner Gürteltasche, wieso hast du das nicht? Dann lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Oder das brauchst du nicht, mach lieber das rein. Vielleicht habt ihr damit auch schon Erfahrungen gehabt oder Erfahrungen gesammelt und könnt mir da vielleicht noch einen guten Tipp geben. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.